Es geht halt nichts über die fränkische Schweiz. Und schaut mal, was wir hier entdeckt haben. Ja, sowas wie eine Kiesgrube, nur ohne Zufahrtsbeschränkungen. Also hier kann man schon ein bisschen üben. Gar nicht schlecht. Aber erstmal gibt's was zu futtern. Und uns stand das Sinn nach Süßem. Und Kaffee. Denn voller Bauch fährt nicht gern. Und kaum fahren wir wieder raus, entdecken wir hier was ganz Interessantes. Schaut mal. Oben ist es glatt wie ein Billardtisch. Das ist erhaben über die Landschaft hier. Aber das ist nicht verboten. Runter kommt man nur da hinten wieder. Aber das ist gar nicht schlecht als Training. Ja, weicher Boden. Weicher Boden, du bist erhöht. Das ist eben. Ich bin auf jeden Fall schon mehr rumgefahren hier. Ja, da nördlich von Nürnberg gibt es gleich zwei Areale, wo man ein bisschen trainieren kann. Aber am schönsten ist es einfach, den Tracks zu folgen. Und Tobi und ich sind der Meinung, wir fahren jetzt einfach mal oft auf gut Glück hinein. Das geht manchmal gut, manchmal nicht. Dann müssen wir unsere schweren Maschinen wenden, stören uns aber nicht weiter. So ist es hier auch. Ich glaube, leider ist das Straßenbett Das Navi sagt zwar, da geht's wunderbar weiter, aber die Navis haben leider nicht immer recht. Also wenden können wir an diesem Tag doch ziemlich schön probieren. Hier ist es Anfang April, es ist ziemlich blauer Himmel, es sieht schon halbwegs frühlingshaft aus. Die Temperaturen sind aber so gerade mal 10, vielleicht nachmittags 12 Grad. Ups, die arme 360-Grad-Kamera. Zum Glück habe ich so eine Art Kunststoffbrille über den Linsen drüber. Ja, Offroad macht die doch ganz schön was mit. Aber das ist einfach das Leben. Offroad ist kein Ponyhof und kein Zuckerschlecken. Ups, was ist jetzt? Ja, auch hier sagt das Navi wieder, das geht wunderbar großzügig geradeaus. Tja. Das ist halt der Unterschied. Hier geht es wirklich schön geradeaus auf diesem festen Schotter. Das ist natürlich leicht zu fahren und es macht trotzdem Spaß. Geht schön den Berg auf. Das Hinterrad hat richtig schön Grip auf diesem festen Schotter. Also da lässt sich doch gut fahren, beschleunigen oder bergunter wird sie sich genauso gut bremsen lassen. Also das ist doch ein ganz anderer Untergrund, der ist viel einfacher zu fahren als zum Beispiel Matsch oder gar Sand. Sowas hier in der Art, das ist in Franken eigentlich der übliche Belag, den haben wir sehr oft und von daher ist es eine schöne, angenehme Sache hier rumzufahren. Aber alles hat ein Ende. Na, das ist einfach der Nachteil.
von dem Navi. Genau, da waren wir schon. Du biegst ab und einfach 1, 2, 3 Kilometer später ist eine Sackgasse. Das kannst du am Anfang gar nicht sehen, weil du musst ja das Navi relativ groß einstellen, sonst übersiehst du ja auch alles. Naja, das ist halt ein Erkundungstag heute. Was ist denn hier los? Ein Nest von Wanderern. Die nutzen eben auch das gute Wetter. Wir haben ja nicht Anspruch auf alleinige Herrschaft über die Schotterwege hier. Aber jetzt haben wir wieder was gefunden, das uns so richtig zufriedenstellt. Schön einfach zu fahren, schön gewunden, es gibt was zu sehen. Ja, und keine Rehe kreuzen unsere Wege, so wie vorhin. Da war ich zu langsam für die Kamera. Aber das passiert hier einfach noch. Du kannst nur noch so vorsichtig und leise fahren. Manchmal scheuchst du das Wild auf. Aber das mit dem Wild aufscheuchen, das würden Wanderern, Fahrradfahrern, E-Bikern, das passiert allen. Wir sind halt ein dicht bevölkertes Land. Tja, da müssen wir alle Rücksicht nehmen. Es geht beides. Ja, das meine auch, ja. Der Gute ist länger. Der ist länger. Ja, so gerade geht das nicht so. Und so gibt es Kalkfelsen zu sehen. Das ist die Fränkische Alb. Und ganz typische einsam liegende Bauernhäuser. Es könnte ja ein Haushund da in der Gegend sein oder Katzen oder einfach Menschen, die hier arbeiten. Immer Piano. Genauso vorne seht ihr die schon. Dann nehmen wir doch Tempo raus. Bevor der Wuffi an der Leine zieht, wir suchen uns die unseren Schwierigkeiten raus. Und weiter an den Kalkfelsen der Fränkischen Alb entlang. Hier mal ein kurzer Nebenweg, der asphaltiert ist. Da liegen noch Steine, die kicken wir mit unseren Füßen vom Asphalt runter. Es ist einfach früh im Jahr, Anfang April. Da liegt noch der ganze Winterschmodder rum. Und wo geht's denn jetzt hin? Links oder rechts? Also meiner nennt beide. Aber der geht wieder hoch, sagt er. Bei der kehrt er hoch, genau. Und bei der teilt sich nachher. Der geht natürlich nach vorne. Zack, bis drauf. Ich finde ja das sehr spannend, neue Wege zu entdecken. Das ist Experimentieren, Ausprobieren. Ja, und manche Wege sind einfach Sackgassen. Dann ist das halt so. Aber dafür entdeckt man wieder sowas, was ja richtig Laune macht. Respektierlich wird sowas ja gerne Schotterautobahn genannt,
In Skandinavien findet jeder genau diese Art von Straßen super toll, weil man da schnell fahren kann. Bei uns geht's noch. Also das Problem sind hier die Staubschleppen, die wir hinter uns herziehen. Wenn es feucht genug ist, so wie jetzt am Anfang des Jahres, hält sich die Staubentwicklung in Grenzen. Wenn es aber Hochsommer ist und es ist wochenlang furztrocken mit 35 Grad, dann sieht es hinter uns, egal welches Tempo, aus, als würden wir durch die Dakar pflügen. Also da versuche ich immer Rücksicht zu nehmen. Jetzt im frühen Jahr können wir noch ein bisschen mehr Tempo fahren, aber im Hochsommer heißt es Tempo raus, entspannen. Das ist auch ganz gut für die Hinterleute, weil ich sehe ja, ich fahre versetzt. Ich möchte ja nicht den ganzen Dreck schlucken müssen. Wie seht ihr das? Wie fahrt ihr auf solchen Strecken? Voll Tempo machen, mal als Abwechslung, oder Rücksicht nehmen? Ach, da schau her. Um die Stelle ging es ihm. Ah, okay. Aufpassen, links, rechts gucken. Nicht vergessen, dass es auch noch andere Verkehrsteilnehmer gibt. Und was da vorangeht? So, es ist immer unklar, ob es weitergeht oder nicht. Das ist nervig. Die Richtung wäre die richtige und nachher ist links weg die beste. Geht auch was hoch, siehst du das? Wenn ich jetzt den drauf mache. Ja, den habe ich auch drauf. Ja. Der geht auch hoch. Geht beide. Oh ja, dann bleibt man da ein bisschen hinten. Genau. Und wieder so ein schöner Schotterweg. Es holpert zwar ein bisschen, aber es geht schön voran. Und jetzt gibt es dann doch rechts. Kurze Lagebesprechung. Das ist ganz lustig, jeder von uns hat eine andere Karte und zwei Karten, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass wir was Schönes finden. Deshalb fährt mal Tobi voraus und mal ich, so wie jetzt. Und dann schauen wir, was uns als Überraschung droht. Da weiter. Laut Navi, ja. Nee, so irgendwie. Der Baumstamm wäre das kleinste Problem gewesen, aber danach wurde es einfach nicht so sonderlich wegig und es ist ja in Bayern, ist ja vieles legal, aber eben nicht alles. Und wir müssen ja schlafende Hunde nicht unbedingt wecken. Wir haben ja so viele Strecken. Da bleiben wir lieber auf den Erlaubten. Da nerven wir keinen. Das ist ja wichtig, weil wir wollen ja morgen auch noch Enduro wandern können, oder? Thank you.
der Weg, der schaut zunächst gut aus. Also auf meinem Navi ist das aber schon bald eine Sackgasse. Was sagt Tobi? Er kommt zum gleichen Schluss. Aber dafür haben wir jetzt hier nochmal eine schöne, richtig steile Strecke gefunden. Reisen nicht tierisch am Gas, weil nebendran wohnen ja Leute. Da würden wir am liebsten lautlose Maschinen haben. Ganz ehrlich, lautlos. Aber mit etwas Nachdenken, mit etwas Rücksichtnahme, Rücksichtnahme auch am Gas, kann man auch solche steilen Berge, sieht natürlich nicht wild aus hier in der Kamera, aber das hat locker 20%, 25%, das geht hier richtig steil hoch. Da kann man auch rücksichtsvoll hochfahren und nicht wie eine Wildsau durchpflügen. Wir reißen auch den Boden nicht auf. Also nicht durchdrehen lassen. Es soll hinterher am besten so aussehen, als ob da niemand durchgefahren ist. Das wäre das Ideal. Lässt sich nicht ganz vermeiden. Der Boden ist ja auch etwas aufgeweicht durch wochenlangen Regen. So sehen meine Heidenauer K60 Scout aus, hinten, vorne, und die sind 9000 Kilometer alt. Aber jetzt müssen wir wieder Nachschub tanken. Na, war das ein Abenteuer heute? Fränkische Schweiz, geil.